Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir werden uns jetzt gegen die Flammen der Reinigung zu Wehr setzen. Das Flammen der Reinigung klingt irgendwie nach Inquisition. Aber oh, das ist ja ein bisschen früh, ne? So. Der größte Feind wird diese... Alter, die Flammen der Reinigung und die Lichtbringer. Was ist denn da jetzt verkehrt? Falsches Spiel, oder? Gut. Ja, vor allen Dingen die Verstärkung wird auch... Ah, aber es ist Nebel. Nebel ist natürlich super. Die Frage ist natürlich, wie wir uns da schützen können. Warte, die Bürgerwehr kommt hier hin und die Phalanx kommt dahin. Ja, nee, das ist ja auch Schmarrn. Wir müssen es irgendwie schaffen, hinter einem fetten Gebäude zu stehen, so dass er uns nicht trifft. Ja, jetzt tausch mal Platz hier, bitte. So, jetzt. Gut, ihr seid da. Seid mal da und ihr seid mal da. Okay. Das Gute ist, die sind jetzt alle versteckt durch den Nebel. Die Frage ist ja, wo kommt der? Ah, von da. Und der hat, glaube ich, auch. Aber die Frage ist, warum ich den sehen kann. Genau, der hat auch Katapult und der hat Kavallerie. Super. Ja, der hat auch Kavallerie, der scoutet jetzt. Der kann nur ruhig hier hinkommen. So, ich schleich mal hier rum. Unser General wird angegriffen. Oh, ich spiele ja immer noch vor. Entschuldigung. Das war nicht beabsichtigt. Bitte auf die Söldnerplänkler. Und die haben gerade ein bisschen wenig zu tun. Warte, wo? Der schießt jetzt schon, aber der Mob, mal schauen, ob der Mob das schafft. Eigentlich sollte der Mob das schaffen. Dann ist er wenigstens zu irgendwas gut. Hola! Hier kommen die Bösen. Oder die Guten, je nachdem. So. Ja, sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Als nächstes werdet ihr bitte auf die gehen. Super, das schaffen die. Und dann als nächstes werden die dann die Katapulte vernichten. Dann ist ja der Mob dieses Mal... Endlich zu was gut. Du könntest ja auch die Katapulte benutzen oder die Balliste und hier reinschießen. Also nur so ein Gedanke. Sehr schön. Das Problem sind jetzt die wahrscheinlich hier rumgehen. Oder allgemein die Fernkämpfer. Fernkämpfer gegen Phalanxen sind immer super anstrengend. Nein, einfache Geschwindigkeit.
der verliert halt gar nichts. Und die schießen auch nicht wirklich. Warte mal, die stellen sich jetzt mal hier auf und schießen nach da. Jetzt greife ich mal an, weil ja, der stirbt hier einfach nur. Und so kann er wenigstens noch ein bisschen was machen. Oh! Die Männer wanken. Oh, super. Der hat es richtig gemacht. Der hat es richtig gesehen. Aber ich glaube, ja, das ist trotzdem egal. Der feindliche General ist beschossen von dir zu euren Diensten. Ja, die sind jetzt schon angeschlagen. Warum sind die schon angeschlagen? Ich gehe mal hier hin und hoffe, ich komme aus dem Feuer raus. Super. So, jetzt müssen die nur die Beine aufhalten. Ich hoffe, das schaffen die. Sie sind halt ja nicht mehr breit aufgestellt, das ist das Problem. Das ist das Problem. So, jetzt kommen wir mal zurück. Der Mob. Die Helden von... Warte, ich weiß gar nicht, wie die Stadt hier heißt. Ja, das ist gut. Also die einen wanken schon. Warte, da schieße ich mal eine Salve rein. Der bleibt hier auf den. Das könnte ich sogar noch gewinnen. Das ist gut. Die halten noch aus. Der da auch wieder. Hey, das könnte ich wirklich gewinnen. Das ist ja super. Genau, der wankt jetzt, das ist gut. Die fliehen auch, das ist wunderbar. Hey, das funktioniert. Das funktioniert. Die müssen jetzt hier stehen bleiben und hoffen, dass der Mobs schnell kommt. Jetzt schieß mal zurück. Ups. Entschuldigung, die gehen jetzt mal noch da. Das kann ich ein bisschen schneller machen. So. Super. Ja, es funktioniert. Es funktioniert sehr gut. Dieses Mal ist super, dass der Mob da war. Geil. Die Schlacht wendet sich nice. Zu unserem Gunsten. Ich hab die Lichtbringer und so weiter verjagt. Teurer Sieg, naja, für mich nicht so. Also schau mal. So heftige Möpse hatte ich noch nie. Oh Gott, sorry. Es ist früh. Gut, die beiden waren auch ziemlich gut. Ja, passt.
So, jetzt muss ich ja schauen, dass ich im Osten wieder den Landstrich zusammenziehe. Und, ey, wieso hat der eigentlich nicht geholfen? Der war genau daneben. Oder ist der im Gewaltmarsch? Dann würde ich es verstehen. Wieso hat er nicht geholfen? Siedlung wird belagert. Verschleiß. Chance auf Holz-Sitzregion. Gut. Warte. Ah, hier unten. Ja, das ist jetzt ein kleines Problemchen. Warte, du holst dir das da zurück. Und du holst dir das da zurück. So, und... Alter, was hat er denn hier für einen Schmarrn gemacht? Warte, ich brauche was. Ja, mit Nahrung. Okay. Wo bist du eigentlich hin? Genau, der ist da unten. Und in Gor ist niemand. Aber ich könnte jetzt mit Alexander Stolz wieder hier hochkommen. Und die ein bisschen... Einhalt gebeten. Hä? Verbleibende Runde bis zur Kapitulation. Hä? Wieso? Wieso? Das ist Seleukia. Seleukia. Wieso? Das macht gar keinen Sinn. Dass die so schnell wegrennen. Warte. Dann kommst du mal hinten hinterher. Alter. Bisschen übertrieben, oder nicht? Gut. Ja, okay, da waren im Gewaltmarsch, deswegen konnte er uns wahrscheinlich nicht unterstützen. Alter, wie viel habe ich denn da verloren? Junge, Junge, Junge. Achso. Upsi. Upsi, upsi. Upsi. Da hätte ich vorher fast meine Klientel-Typi an den Krieg erklärt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir haben fast 42.000. So. Wir haben fast eine... Warte, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie hoch die Chance ist. 18% ist es doch nicht hoch. Was labert der? Was schlabbert du? So. Das da... Ja, es ist zwar nervig, dass der das jetzt belagert, aber... Ja, das... Das kann passieren. So. Du bist ja ein heftiger Dude, vor allem mit der 36, das ist super. Das ist wirklich super. Hier bekommst du als nächstes motivieren. Sammeln. Ja, Baukosten sind jetzt nicht so. Okay, dann mache ich das bei dir. Du bekommst auch nochmal. Ja, das brauchst du nicht. Du bekommst auch was. Sogar eine Militärtradition, das ist natürlich super. Mit Speeren bewaffnet ist bei Griechen immer gut. Aber ich werde trotzdem auf... hier, das da gehen. Weil ich will ja auf Kavallerie verstärkt gehen. Genau. Rekrutierung. Ja, dann mache ich das da, Verstärkungsrate, weil gerade sind die alle ein bisschen angeknackt. Forschungsrate braucht er jetzt eigentlich nicht. Geheimaktion. Macht er, weil das ist eine Taktik.
brauchen Geheimaktionen. So. Gut. Dann die Goten, die kommen wieder, okay. Provinz unter Kontrolle. Ja, aber nicht mehr lange, weil Seleukia innerhalb von einer Runde kapituliert. Das ist echt bisschen übertrieben heftig. So, das ist nicht meiner und der andere ist auch nicht. Doch, das ist meiner. Oh, sieh mal einer an. Du wirst ein Kommandant. Vielen Dank. Ich erwarte eure Befehle. So. Weiter geht's. Dann wird... Entschuldigung. Oh, war eine lange Woche. Dann wird... eine Fürste der Römerarmee. Dann wird wahrscheinlich jetzt Seleukia fallen oder etwa nicht. Ja doch, eigentlich schon. Und das wäre ganz cool, wenn der den auf halt den Pergamonianer, keine Ahnung, wie man das dann sagt. Wer ist das denn? Na, noch ein Versuch. Ach, echt jetzt? Wie kann das sein, dass... Wieso glaubt er, dass er mit der Armee mehr erreichen wird, als mit den zwei... mit Katapulten? Ach. Okay, Entschuldigung. Ich mach das in schnell Durchgang. Weil ich will die halt nicht verlieren und... Ja, er würde sie 100% verlieren. So, ja, bla bla. Dann steige ich mal wieder steige hier hin. Die da gleich dahinter und die da gleich hier. Warte, hier. So. Gefecht bitte starten, geh. Er macht halt immer gleich. Er schickt die Kavallerie nach vorne. Die wird dann sterben. Unser General wird angegriffen. Okay, gerade macht das besser. Mit denen jetzt da angreift. Was machst du denn jetzt? Nee. Du stellst dich so hin. Oder wie wär's, wenn ich mit denen außen rum gehe? Das ist eine formidable Idee, mein Herr. Ihr dürft ja auch schießen, ne? Ja, die Bürgerwehr, die stirbt jetzt gleich weg. Warte, nee, dann muss ich versuchen, die zu töten. Los. Die müsste auch schneller sein. Schnell. Die halten nicht mehr lange aus. Nicht schnell, sondern in Phalanx, bitte. Die schießen auch nur vereinzelt, ne?
gehen jetzt mal hier hin. Einfach mal in Hintern rein pieken und dann mögen die auch nicht mehr. Und jetzt mal muss ich aber hier auf die Steinschleuderer. Angreifen. Oder werfen, weil sonst ist meine Phalanx im Arsch. Los, schieß zurück. Sehr schön. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Okay, der geht jetzt außen rum, warum auch immer. Weiter. Da versuche ich jetzt mal die Pferde zu kicken. Schneller, 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 schneller. Richtig. Aber wirklich doppelte Geschwindigkeit, bitte. So, die bewerfen sich hier weiterhin. Sehr gut. Und der steigt dann durch die Marktplätze, Marktstände in den Rücken oder in die Saat. Gut. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunst. Ja, selbstverständlich. So. Ja, der war ein bisschen knapp, aber dafür habe ich jetzt hier 100 bekommen. Und Silberwimpel. Passt. Ja, also mit der Einheit hätte er locker mich besiegen können, wenn sogar wenn ich noch Fullstack gewesen wäre. Also wenn meine Einheiten nicht angeknackt wäre, wenn er ein guter General gewesen wäre. Aber war er nicht. So, Pech. Ein edler Tod. Admiral. Natürlicher Tod. Missionär. Achso, der. Ah, okay. So, hier, der stapft nach da. Der schnabuliert mal nach da. Der stapft nach da. Und die da greifen an. Wenn ich automatisch mache, verliere ich relativ viel. Okay, diese Schlacht werden wir dann das nächste Mal sehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.